Es läuft schon die Nachspielzeit. Braunschweig warf alles nach vorne. Bär hält den Ball im Spiel. Kiewski hat Platz und findet Julius Düker. Ausgleich. 1:1 für Braunschweig. Der gebürtige Braunschweiger, ausgeliehen aus Paderborn, mit perfektem Kopfball. Sein erster Treffer für die Eintracht. Und er ist so, so wichtig. Nachspielzeit, 92. Minute. Kiewski mit dem Einwurf. Und der eingewechselte Düker. Düker und Ausgleich. Braunschweig macht das Last Minute 1:1 durch den gebürtigen Braunschweiger. Denn dann passierte auch nicht mehr viel. Es blieb bei der Punktzeit. Nochmal Ecke Braunschweig. Kiewski und natürlich wieder Düker. Es war unfassbar. Erneut schlägt Julius Düker in der Nachspielzeit zu. Rettet der Eintracht wie schon gegen 1860 und gegen Groß Asbach einen ganz späten Punkt.